Gut, ich gebe nicht auf. Wir gehen nochmal zur Bibliothek. Ich glaube, die war doch hier irgendwo in der Ecke, ne? Neben dem Porträt. Oder doch nicht? Hier. Das muss ja irgendwas mit dem Schreibtisch auf sich haben. Verschlossen. Irgendwo muss es einen Schlüssel. Warte mal, Schlüssel? Hatten wir einen Schlüssel? Ah, wieso spinnt der da so rum? Die möchte ich gerne nochmal untersuchen. Eine Notiz über eine Bibliothekschlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Ja. Ist hier vielleicht der Schlüssel drin? Was ist denn das da unten? Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all Ja. dem einen Sinn zu suchen? Vielleicht müssen wir jetzt die Miniaturansicht von diesem Schloss finden. Vielleicht steht das ja. Huch. Steht das ja hier irgendwo in einem Schrank drin oder so. Und wenn wir den da drauf setzen, dann passiert irgendwas. So, aber hier ist nichts. Hier kann man auch nichts entdecken. So, da standen mal einige Sachen. Kann ich an die Truhe? Irgendwo muss doch was sein. Hier komme ich gar nicht mehr weg. Hallo? Warte mal, hier ist so ein Kästchen. Aber das können wir auch nicht untersuchen. Warum sollten wir wohl hier hingehen? Es ist echt der Wahnsinn, dass ich jetzt im ersten Kapitel schon so überfordert bin. Ah, verschlossen. Der Typ uns vorhin irgendwas verraten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind gerade aus dem Boden aufgetaucht. So, kommen wir da vielleicht rein in den Aufzug? Nee, also wir haben einen Dachboden, da kommen wir noch nicht drauf. Wir haben das Zimmer von unserem Vater, da kommen wir auch nicht rein. Was ist denn das hier für eine Ecke? Ach so.
Hier ist unser Gästezimmer oder unser Schlafzimmer. Vater muss im Herrenzimmer etwas für mich Ja. hinterlassen haben. Ich könnte morgen Mr. McKinnon bitten, es für mich zu öffnen. Aber dann wird er mir im Nacken sitzen. Und wer weiß, was ich dort finde. Deswegen müssen wir ja jetzt den Schlüssel für den Schreibtisch finden, bestimmt. Und da ist ja auch vielleicht dann der Schlüssel von dem Zimmer drin. So, was war hier? Hier war ja eigentlich nur das Fotostück auf dem Boden gewesen. Sagen wir mal, die Fotostücke, die wir ja nicht einsehen können. Das können wir noch mal untersuchen, aber ich glaube nicht, dass da was Neues bei rumkommt. Auch nichts auf dem Boden. Nein. So, das ist das Schlafzimmer, wo wir. Mein Gott. Schlafzimmer, wo wir nicht rein sollen. Da kommen wir auch nicht rein. Der Dachboden. Aber hier ist schon wieder neblig, ne? Okay, dann gehen wir jetzt runter. Es sieht so gruselig aus mit dem Mondschein von draußen. Dann versuchen wir es doch noch mal in den Raum. Weil das sieht ja eher mehr so wie so ein Sammelsurium aus. Wobei das ganze Haus eh vollgestopft ist. Na, haben wir da vielleicht in der Vase was? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wo würde in so einem großen Gebäude. Genau, da haben wir den Ring gefunden. Wo würde in so einem großen Gebäude eine Abbildung vom eigenen Anwesen oder so stehen? Die Steuerung ist so grausam. Gut, da kamen wir ja nicht rein. Haben wir hier einen Raum vergessen? Ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht. Sie sind. Sag mir bitte nicht Ich der bin Koch. der, der verhindert, dass das Haus völlig zuwuchert. Mein Name ist Rory. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin David Gordon. Ei, hab gehört, dass du heute kommst. Ja, warum im Dunkeln? Weil er wahrscheinlich blind ist.
Fragen wir mal nach dem Vater. Kannten Sie meinen Vater? Ich kannte ihn. Ei, eine Schande, was Sie mit ihm gemacht haben. Wie meinen Sie das? Wer sind die? Wie lange arbeiten Sie schon für die Gordons? Ich bin schon immer Gärtner. Und ich gehe manchmal angeln. Am See ist es wunderschön. Beruhigt die Nerven. Wieso sitzen Sie hier im Dunkeln? Für mich ist es hell genug, Junge. Ah, Ihre Augen. Verzeihung, mir war nicht klar. Ich sehe mehr als die meisten, Söhnchen. Können wir uns... Nein, umgucken können wir uns... Ich lasse Sie dann mal zu Abend essen. Ein Gordon zu sein kann ein Fluch sein, Junge. Dein Vater hat das am eigenen Leib erfahren. Sieh dich vor, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Ich würde aufpassen, dass dein Arm nicht abfackelt. Tja, das haben wir davon, dass wir so neugierig sind. Blut. Nicht menschlich, nehme ich an. Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Huch, warum rennst du manchmal so schnell? Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich eingesteckt? Draht. Mit dem Draht kommen wir bestimmt weiter. Oder bei der Tür. Bei dem Schreibtisch oder bei der Tür. So, hier sind wir reingekommen. Kann ich hiermit auch fahren? Oh Mann, wenn ich in diesem Spiel nicht einmal mit diesem Aufzug fahren kann, ne? Aber, hä, wir haben doch schon genommen. Besser auf Nummer sicher gehen. Echt jetzt? Mit was für Sachen rechnest du denn? Und wie groß ist deine Hosentasche bitte? So, wir haben hier noch zwei Türen. Die können wir untersuchen. Na, du wirst doch jetzt wohl nicht so einen dicken Hintern haben, dass du da nicht durchpasst. Der Keller kann bis morgen warten. Sehe ich genauso. Einfach in der Dunkelheit verschwunden. Aber das juckt den ja nicht. Der sieht es ja nicht. So. Ach genau. Ab zur Bibliothek. Ich versuch's jetzt erstmal als erstes mit dem Schreibtisch. Ich belasse es jetzt bei Schreibtisch. So, ich kann beides. Dann nehmen wir mal das... Seit wann haben wir ein Messer? Es war doch... Das war doch kein Messer. Kannst du mir nicht erzählen. Das war lauter, als ich dachte. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen geweckt. Oh... So, wir haben einmal
Warte mal. Das sieht aus wie fast ein Quadrat, ein M, ein D und ein X. Wir haben doch ein schönes Zettelchen. Ein Quadrat und ein D sind eine 4. Und das X ist M plus 2, also ist M schon mal 8. Es sei denn, das X soll eine 9 sein. Nehme ich es jetzt mal römisch für 9. Dann ist das M eine 8. Und das muss 3 und 1 sein oder 1 und 3. Moment mal. So, also das plus dieses D ist also gleich 4. Das heißt, das ist entweder eine 1 oder eine 3. Und die 9 ist gleich dieses M plus eine 2. Das heißt, das müsste ja eigentlich eine 7 sein. Aber da waren ja, glaube ich, 4 Zahlen, ne? So, das ist eine 1. Versuchen wir es erstmal mit der 1. Die M ist eine 7. Das ist eine. Huch. Ja, doch, eine 3. Und das weiß ich nicht. Das testen wir jetzt mal durch. Gut, wir könnten das jetzt auch noch mal wechseln, dass das eine 3 wird. Und das eine 1. Vielleicht soll das hier auch die doppelte Anzahl von dem D dann sein. Aber irgendwie haut das nicht hin. Ich kann ja auch nichts machen. Wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Na, ja, das wird uns, aber wie kann ich das denn jetzt? Ja, das sieht doch schon mal gut. Nein, nein. Oh Gott. Also D plus Quadrat plus Vater D wusste, wie gleich man den 5. Schreibtisch öffnet. Das 1 wird plus 3 helfen. plus 1 gleich 5. Also ist das definitiv das D ist eine 1 und das ist eine 3. Und das X und das M sind. Ah ne, das X minus das M ist 2. Also vielleicht
5 minus. Ne, 3 geht nicht, weil 3 ist das D. Was gibt denn noch 2? Die Zahlen gingen bis 9, also 9 minus 7. X minus M gleich 2, also vielleicht 9 minus 7. Oder 8 minus 6 dürfte ja auch gehen. 5 minus 3 nicht. Und 4 minus 2 könnte auch noch funktionieren. Dann können wir es nochmal durchprobieren. Es sei denn, wir finden vielleicht noch einen Hinweis. Verehrte Lady Gordon, ich schreibe Ihnen mit größter Dringlichkeit. Ich benötige Informationen über meinen Patienten, Ihren Sohn, Mr. John Gordon. Während unserer Gespräche macht er Andeutungen über sein Verhältnis zu seinem Vater, geht aber auf Nachfrage nicht weiter darauf ein. Auf meine vorherige Bitte haben Sie nicht reagiert, deshalb schreibe ich erneut, um mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Sie mir die benötigten Antworten zukommen lassen. Die Genesung Ihres Sohnes hängt davon ab. Hochachtungsvoll, Dr. Lea Farber, Bethlehem Hospital, London. Welche Geheimnisse über meinen Vater verbirgt Lady Margaret? Alte Familiengeheimnisse. Verschlossen. So, probieren wir doch noch mal. So, das ist definitiv eine 3. Das M ist entweder eine 7, die hatten wir aber schon, dann können wir es noch mit einer 6 probieren. Nee, andersrum. Das D als 1 und wenn ich die 6, dann müsste das letzte eine 8 sein. Juhu! Also streiche ich jetzt schnell mal die anderen Sachen durch, damit ich das nicht vergesse. Das X ist eine 8 und das M ist eine 6. Mal sehen, was Vater vor seiner eigenen Familie verstecken wollte. Wofür magst du wohl sein? Und das andere sieht schlangenähnlich aus. Aber hierfür kann ich den Schlüssel nicht benutzen. Aber vielleicht dafür. Ja, passt. Diese Seite scheint fertig zu sein, aber da muss es noch mehr geben. Oh, welch ein aufwendiges Möbelstück. Ja, das sehe ich genauso. Irgendein Teil des Tisches scheint sich bewegt zu haben. Sehr gut. Zwei offen. Oh, das ist doch schön. Irgendwas stimmt nicht. Muss ich vielleicht das drücken, was man von innen da drin sieht? Als nächstes kommt schwarz, schwarz, weiß, schwarz. Wenn das weiter durchschlängeln sollte. Irgendwas stimmt nicht. Oder ich muss die Reihenfolge von der Schlange da eingeben. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz,
Weiß, 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 schwarz, schwarz, weiß, weiß. Schwarz, schwarz, weiß, schwarz. Ah, wir machen Fortschritte. Ja, das ist ja geil. Jemand macht sich an meinen Nachforschungen zu schaffen. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich kann sie hören, wie sie flüstern und kichern. Sie schleichen herein, während ich schlafe. Hier lauert Gefahr. Ich muss meine Notizen im Herrenzimmer wegschließen. Ich mache mich auf, um diesem Schrecken ein Ende zu bereiten, komme was wolle. David, wenn du dies liest, nicht tot. Den Mächten, die hier ihr Unwesen treiben, erlegen. Es tut mir leid, dass du in diese Tragödie hineingezogen worden bist. Die Antworten, die du suchst, findest du in meinen Notizen im Herrenzimmer. Nutze sie. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb, Sohn. Ist das der Schlüssel, den Vater gemeint hat? Hä, wieso drehen? So einen Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Mir scheint, Vater wollte, dass ich ihn geheim halte. So, was hat das jetzt mit dem Drehen? Ach so. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab den doch gerade gekriegt. Oh, hallo. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hey, warte!